Du Fabian, ich gucke mir hier gerade die Abrechnung von letzter Woche an. Also die Folge mit LeFloid und Frodo war zwar richtig geil, aber Alter, was die an Beefies weggefressen haben da Backstage, sowas können wir uns nicht nochmal leisten. Also nächste Folge müssen wir echt ein bisschen sparen. Ja, aber Kacke, ich meine, wen nehmen wir denn dann als Moderatoren? Also lass dir was einfallen. Kriegen wir den Webvideopreis. Ich hätte mir das jetzt tatsächlich noch weitere 1,5 Stunden angucken können. Und ihr hättet nicht mal einen Unterschied gemerkt. Gebt es doch zu. Denn wenn hier einer dumm wie Brot ist, dann ja wohl Fabian Sigismund. Und David Hein. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Together. Ich wusste schon gar nicht, wie dieses Studio hier aussieht. Nee, wir haben es auch ein bisschen anders gemacht. Das stimmt, wir haben es ein bisschen verschlimmbessert, möchte ich beinahe sagen. Wobei, das darf die Technik jetzt nicht hören. Nein, ich finde es super. Ich finde es auch super, ja. 45 Grad nach links gedreht, ich möchte das kurz demonstrieren. Zuletzt fing das hier so an, guck, genau. Und da bin ich schon aus dem Bild. Ja. Und dann haben wir das einfach alles genommen, beziehungsweise der Dennis war es oder der Julian, weil die sind beide unheimlich stark. Ja, ja. Wir haben einfach den Raum genommen und 45 Grad nach links gedreht. Und jetzt sieht es so aus, voll gut. Ja, was wir vielleicht noch brauchen könnten, wäre, gibst du mir mal den Controller, dann können wir das Brot hier noch hinlegen. Ja. Das ist unser Stargast heute. Ja. So. Bernd, das Brot darf man wahrscheinlich nicht sagen, das ist dann Tom der Toast. Oder? Tom der Toast. Oder vielleicht findet ihr noch einen netten Namen für unser Toastbrot. Das könnt ihr benennen, exklusiv. Ja. Sowas wie... schön, der war lecker. Was? Nein. Nein, hat keiner gehört. Genau. Aber nachdem jetzt alle bei dir auf deinem Kanal das Saufvideo von uns gesehen haben, fragt sich keiner mehr. Aber da hatten wir alle später noch eine Verknüpfung zu. Alle wissen, dass du beim Polen schreist. Da war ich auch gerade. Was ich eigentlich sagen wollte, dass da hinten ist noch jede Menge Freiplatz. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, Ich geh da jetzt mal hin. Da könnt ihr Nacktfotos schicken. Ach nee, sowas darf ich nicht sagen, ne? Nee, dann bist du sofort ein Kanal los. Also okay. Hier. Ich habe nämlich gerade gemerkt, wir haben ja Funkmikros. Wir können ja eigentlich auch viel mehr rumlaufen. Stimmt. Ja. Ja, zum Beispiel auf Toilette gehen und schreien. Nee, ich bin heute ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Ja, ich auch voll. Ja, ich habe nämlich. Ich habe nämlich letzte Nacht habe ich noch an den Einspielern fürs nächste Last Man Standing geschnitten. Die Spiele-Einspiele. Denn jetzt stellt sich heraus, die habe ich nämlich alle gemacht. So. Ah ja. Ja. Ah ja. Aber tatsächlich knappere ich auch immer noch an der Gamescom. Also ich habe das Gefühl, meine Stimme ist immer noch ein bisschen im Eimer und ich habe so schlecht, ich schlafe seitdem so schlecht. Ja, bei mir auch so. Ich habe bestimmt eine Woche gebraucht, um A, den Stress aus den Knochen zu bekommen halt auch einfach so das zu verarbeiten, was da passiert ist. Ja. Also weil allein die Nacht nach Last Man Standing, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Also weil die Beine so wehgetan haben vom Moderieren. Aber auch weil das war viel zu viel, way too much. Wir haben viele nette Leute kennengelernt. Wir haben ja von euch auch so viele Leute da getroffen.
Deswegen, ich bin jetzt auch ganz froh gewesen, dass Freudo und Flot letzte Woche das für uns übernommen haben. Haben sie auch richtig gut gemacht. Es war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Folge. Ich bin ein bisschen neidisch gewesen, weil mit Hand of Blood hast du ja wirklich so einen Gast, der ist ja, der moderiert dir das ja alleine weg. Das ist ein super Typ. Das ist wirklich ein super Typ. Den müssen wir jetzt jedes Mal wieder einkaufen. Ja. Leider diesmal hat das Geld nicht gereicht. Deswegen haben wir nur Tommy das Toast oder wie auch immer ihr ihn nennen möchtet. Auf Twitter könnt ihr uns das gerne sagen bei Hashtag LPD Live oder Hashtag Dumm wie Brot. Genau. Und Chaos Eule hat auch schon einen guten Vorschlag. Der schreibt, ich bin für Big Broter. Big Broter, ja, bringt mich jetzt noch nicht zum Lachen. Oder Toasty, sagt man Astostako. Ja, kann ruhig was ein bisschen Versauteres sein, ihr kennt das ja. Oh, und Dori zitiert ein echter wahrer Held, bist du hohl und dumm wie Brot, ein kompletter Vollidiot. Lob! Also ich bin für, wir wollten heute eigentlich auch einen Gast mit reinholen, der Maxim ist sich aber zu fein gewesen. Read Small Books heißt sein Kanal, ist einer von Head of Platz Kumpels, den haben wir auch bei Last Man Standing kennengelernt, da dachte ich noch, er wäre nett, aber heute will er dann nichts mehr von uns wissen. Ja, und von euch auch Moment, nicht. Moment. Wer spricht denn da? Der junge Mann hatte nur keine Zeit heute. Ja, natürlich. Kommt bestimmt natürlich, mal natürlich keine Zeit uns hier. Keiner. Nimm dir ruhig noch ein bisschen was rein. Wir nehmen uns das nämlich jetzt raus, denn wir dürfen das jetzt. Genau, wir sind jetzt offiziell reportiert. Ja. Weil der WDR hat uns dazu befähigt, bemächtigt. Ja, wir beide machen nämlich beim Projekt des WDR mit, das heißt Mission Impossible. Da geht es darum, dass sich, glaube ich, 10 YouTuber im Videoarchiv des WDR vergnügen durften und sich zu unterschiedlichen Themen irgendwie was raussuchen durften. Mein Thema war eben Saufen und Rauchen in Talkshows der 60er und 70er. Und da könnt ihr gerne mal auf Battle Bros gehen. Da gibt es ein Video, wie wir beide hier hinten in der Ecke, die man jetzt nicht sehen kann, im dunklen Bereich sitzen. Und die Maßgabe war, naja, es muss halt ein 5-Minuten-Video rauskommen, wo wir über dieses Thema reden. Und wir sind da beide total unvorbereitet reingegangen. Wobei man das nur mir vorwerfen kann, denn immerhin wieso war das... kenne ich euch gar nicht? Nee, eben. Und ja. Ich habe David vorher auch gesagt, wir setzen so eine halbe Stunde hin und ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich wollte auch, muss man dazu sagen, ich wollte nichts trinken. Komm und sagte so, nee. Das hat gut funktioniert. Ja, genau. Zweieinhalb Stunden später waren die Speicherkarten der 3 Kameras voll und wir auch. Und deshalb gibt es auch keine Abmoderation. Aber eben diesen Zusammenschnitt... den gibt es jetzt schon auf Battle Bros, den kann man sich anschauen. Ich finde, der ist sehr nett geworden. Der ist sehr nett geworden. Den hast du also exquisit geschnitten. Dankeschön. Hervorragend. Dankeschön. Und ich werde dann diese 2,5 Stunden, die da noch irgendwie bei mir auf der Festplatte rumdümpeln, die werde ich im Laufe der nächsten Tage und Wochen auch immer noch hochladen. Denn wir haben nach einer Weile über alles geredet. Das sieht man auch so ein bisschen in diesem Trailer. Wir haben über alles geredet, nur nicht über dieses TV-Format. Ja. Aber es war uns nach einer Weile auch egal. Dass dir das der WDR abgenommen hat, ist mir bis jetzt ein Rätsel tatsächlich. Ja, das kommt tatsächlich so im Fernsehen. Ich glaube, nächsten Dienstag. Ja. Und das kann man vielleicht bei der Gelegenheit auch noch sagen, denn wir beide sind nächsten Montag und Dienstag sind wir in Düsseldorf beim WDR und werden da mitlaufen bei Die Aktuelle Stunde. Das ist so das Regionalfernsehen in Nordrhein-Westfalen. Kennt niemand, glaube ich, von den Leuten. Ich habe ja in Bonn studiert und eine lange Zeit gelebt. Und das schaut man sich da schon, also als Student natürlich nicht. Denn das läuft zu irgendeiner Uhrzeit, wo man entweder noch nicht oder schon wieder wach ist. Ich weiß nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Egal. Aber wir laufen da mit und machen da irgendwie, wir beide machen im Fernsehen Sachen. Das wird schon wieder sehr lustig. Und du hast ja auch selber nochmal ein Video gemacht, ne? Zum Thema der siebte Sinn. Genau, so eine Autofahrersendung. Kann man sich ja bei mir angucken. Ende. Mehr möchte ich dazu. Lasst euch überraschen, wenn ihr denn überhaupt auf den Kanal gehen wollt. Hier schreibt German Moritz, er hätte gerne Toasty, der getoastete Toast als Name für unser Brot. Mike App würde lieber Toasty das Toastbrot haben. Also da sind zwei, die sich auf jeden Fall, die wohnen anscheinend in derselben Stadt. Ja. Nee, das reicht noch nicht. Also ihr habt ihn gerade live in groß gesehen. Noch macht er ein ziemlich böses Gesicht, wenn er Tobi der Toast, das rockt alles noch nicht. Ich weiß, wie wir nennen. Ulst. Da lacht er. Also ich habe das gestern ja erst verstanden, liebe Menschen. Wer Last Man Standing gesehen hat, hat sich vielleicht
gefragt, warum nennen die diesen Typen im Street Fighter Duell im alles entscheidenden Match Ulst? Das muss man dazu sagen. Also ich habe das wirklich gestern erst mitgekriegt. Thorsten finde ich gar nicht, finde ich schon, geht in die richtige Richtung, lieber Slaybus. Aber das hatten wir doch schon. Thorsten? Ah, es geht noch besser, da finden wir noch was. Und zwar Thorsten. Und zwar hat sich die Abby das gestern noch mal den ganzen Stream angeschaut und plötzlich fing die an, Tränen zu lachen. Ich meine, was ist denn los? Ja, diese Ulst-Nummer. Was war denn da los? Wieso? Welche Ulst-Nummer? Ja, also warum nennt ihr den Typen die ganze Zeit Ulst? Soll ich mal gucken, wo ich die hier finde, irgendwie, während du weitererzählst? Ja, gerne. Denn vielleicht habt ihr es während der Show auch gemerkt. David und ich hatten ja Knöpfe im Ohr, um die Regie zu hören und um uns gegenseitig zu hören. Wir hatten leider die Schwierigkeit in dieser Halle, dass man auf der Bühne die anderen Leute gar nicht gehört hat. Also die waren 2 Meter weg und du hast sie nicht gehört. Im Livestream hast du die alle gehört, weil da natürlich die Mikros schön reingemischt hatten. Wir hatten aber keine Monitorboxen, so heißt das. Also keine Boxen, die auf der Bühne standen und uns angetönt haben, damit wir hören konnten, was die anderen Leute so sagen. So, ich glaube, ich voneinander wegstehen und hast dich nicht verstanden. Könnt ihr mal Ton auf meinen Rechner machen, bitte? So, ich bin jetzt... Ton auf meinen Rechner und... Mach einfach mal an. Soll ich mach mal an? Funktionieren? Sollte funktionieren. Okay. Du bist... Erik. Gewitsch. Ich finde, da kann man schon... Erik. Wie Erich. Ulz. Ich hab da nicht... Ich hab Ulz verstanden. Ich weiß nicht... So. Ulz der Typ. Ulz der Typ. Ich weiß es nicht, was mich. Und ich habe ja wirklich von allen Menschen in dieser Show nur einen David verstanden. Das Ding war ja, das muss man dazu sagen. Ne? Wir hatten, deswegen, ich sage das immer auch im Backstage-Video, das habe ich leider bei uns nicht reingeschnitten, aber vielleicht kommt das noch beim Last Man Standing-Kanal. Wir hatten das Ding auf dem Ohr, da hatten wir alle 16 Let's Player drauf. Wir hatten uns beide drauf. Wir hatten 2 Leute aus der Regie drauf. Wenn das Publikum Tumult gemacht hat, hatten wir auch noch das Publikum drauf und wir hatten die Spiele drauf. Da war ein Terz auf diesem Ohr. Ja. Ich hatte die ganze Nacht ein Fiepen gehabt danach, weil ich habe dann irgendwann nichts mehr verstanden. Und wirklich so, wir haben ja auch die anderen angeschrien, die uns nicht verstanden haben. Und wenn die mir was gesagt haben, ich stand da und dachte so, was? Also wir uns ständig saßen mal so, wie sind die Regeln? Wie sind die Regeln? Ich dann immer, wie sind die Regeln jetzt von, wer ist jetzt vorne bei Dings? Ja. Ja. Man hört mich ja auch Gin Tonic bestellen, also es war ein schönes Tohuwabohu. Also ich glaube, im Hinblick darauf muss man sich diese ganze Show nochmal anschauen und nur darauf achten, was wir so reden. Denn mir war das durchaus bewusst, dass immer, wenn ich versuche, den Netschi, der die Regie gemacht hat, den irgendwas zu fragen, dass das in dem Moment erstmal alle hören. Also der Stream, die Leute im Publikum, alle. Und es gibt so 2, 3 Situationen, wo ich sage, hier Netschi, machst mich mal bitte stumm, ich habe mal eine Frage. Netschi, machst mich mal stumm. Netschi... Ah, scheiß drauf. Okay, wir liegen gerade vorne. Und das ist dann wirklich alles im Stream drin. Und ich habe eben, sind wir gefragt worden, wollt ihr die wirklich alle auf dem Ohr haben? Und wir haben gesagt, ja, so wie der Ton hier ist, gebt die uns mal alle aufs Ohr, denn sonst wissen wir überhaupt gar nicht, worüber die reden. Wenn einer mit uns geredet hätte, der nur einen Meter weiter weg ist, hätten wir es nicht mehr gehört. Aber ich habe nach einer Weile gesagt, okay, zieht mir bitte alle runter, bis auf ihr in der Regie und David. Mehr kann ich jetzt nicht... Ja. Verarbeiten einfach. Und ich habe dann wirklich 3, 4 Mal gefragt, so, wie heißt denn jetzt der Junge? Genau. Der arme Erik. Es tut mir wirklich sehr leid, ich kannte ihn vorher nicht. Ich auch nicht. Nee, du meintest ja noch so, da kommt jetzt einer von den Alchemisten. Und du Arschloch, Arschloch. Du hast gesagt, so, und bei mir auf der Seite ist jetzt hier der Dings. Und wer ist denn bei dir drüben? Und ich weiß nicht, wie der heißt. Ich hab immer gefragt, wer bei dir drüben ist. Ja, ich wusste es auch trotzdem nicht, ja, das stimmt. So, und dann war ich wirklich auf dich angewiesen, denn das Lustige war, wir konnten eigentlich wirklich miteinander reden. Und so fängt auch die Show an. Wir kommen auf die Bühne und sagen allen Hallo und dann lief das Team die Rookies ein. Und dann fragst du mich, kannst du Netschi verstehen? Und ich, nee. Und du? Gut. Also, wir haben komplett die ersten 20 Minuten sind wir komplett blind bzw. taub geflogen, weil Netschi einfach nicht gesprochen hat oder nicht sprechen konnte. Ja, ja. Aber so also war so lustig einfach. Generell. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ja, total gut. Sehr gelacht. Also ich glaube, ich bin wirklich noch nicht dazu gekommen, mir das alles nochmal anzuschauen. Ich habe auch keine Lust, mir das nochmal anzugucken, muss ich ganz offen sagen. Eigentlich schon. Ja, nee. Frag mal die Abby, die hat das jetzt zum dritten Mal geschaut. Echt, ja? Komplett alles.
Ja, also es hat mir einen großen Spaß gemacht, dabei zu sein und das zu moderieren. Das war eine mega Stimmung. Aber jetzt nochmal 4 Stunden durchgucken, ne, das würde ich glaube ich nicht. Also ich bin so, ich habe jetzt ja für mein Video, ich habe so ein Gamescom-Video, da habe ich mir nochmal verschiedene Stellen reingezogen. Und das war dann auch ganz witzig, weil ja gerade so bei Nidhogg war Wahnsinn, was da für eine Spannung war. Das war richtig gut. Ja. Und jetzt bei Street Fighter wäre ich auch im Nachhinein am liebsten auf die Bühne gesprungen, ja, hätte Rumpel weggeschubst und hätte selber das Pad genommen, ja, weil Uels ja auch so schrecklich gespielt hat. Da haben sich ja, also wenn das die beiden Besten der jeweiligen Teams waren, dann würde ich ja nicht wissen, was der Schlechteste hinbekommen hätte. Und das ist. Ja, das war, und ich hätte ja gerne das wirklich gerne gehabt, dass die Veteranen das Ding noch gewinnen, damit wir noch das letzte Match hätten spielen können. Das wäre Duck Game gewesen. Ja, das wäre schön geworden. Aber ja, das gibt es hier bei LBT bestimmt in zu passender Gelegenheit nochmal. Wir haben hier noch einen Vorschlag, der Toast des Monats von German Force Moritz. Sehr gut. Gute Idee. Ach. Denn mittlerweile haben wir es hinbekommen, dass wir da halt den YouTube-Chat haben und ich habe hier noch Tweet, also Tweet-Deck, und dann können wir euch wirklich allen gerecht werden. So. Ja, jetzt spielen wir da erstmal was. Stulz. Stulliges. Oder? Stulle. Ja. Präsident Brotin. Präsident Brotin finde ich gut. Brotin. Präsident Brotin ist vor. Ich würde sagen, wollen wir noch einen Preis ausrufen? Ja, haben wir nicht noch irgendwie was? Markus, haben wir noch irgendwas zu verschenken? Ja, da hinten steht so ein komischer Fernseher. Du kriegst den. dieser komische Stern da, dieser in dem blauen Kästchen, den könnt ihr mal loswerden. Der Stern, der deinen Namen trägt, Markus. Der Stern, der deinen Namen trägt. Ich glaube, wir fangen damit an, tatsächlich I Am Brad zu spielen. Ne? Und da merke ich gerade, ich habe ja hier vorhin das Kabel irgendwie rausgerissen. In welche Buchse muss denn das? In meine. Ja, ich glaube, so, ich, doch, das ist, wir fangen an, von dir aus gesehen. Wir fangen an mit I Am Brad, das ist von den Machern des Surgeon Simulators, der ja wirklich, wo man wirklich Tränen lachen kann, und da geht es jetzt darum, in I Am Brad, man isst ein Toastbrot und versucht, in den Toaster zu kommen, und ich darf das zum Spielen, und der David darf in der Zeit irgendwas erzählen. Also, ich starte. Also, neu ist nämlich, das Spiel gibt es schon eine Weile, aber neu ist, es gibt eine Team Fortress Map, aber mit der fangen wir nicht an, sondern mit dem normalen Story-Modus. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wo ich klicken muss. Ich fange trotzdem an. wir haben das so oft geübt, ich weiß es trotzdem nicht. Da kann ich nämlich jetzt hier nochmal raus. Hier ist, kommt noch Urst, der Toast, finde ich auch nicht schlecht. So, jetzt ist nämlich hier, jetzt weiß ich, Story-Modus. Es gibt also wirklich eine Gundula Story. Bemme. Bemme ist so ein sächsisches. Sächsisches. Ja. Oder? Ja, also irgendwas aus der Zone halt. Ja, aus der Zone. Ich hätte gedacht, du sagst auch Bemme. Nee. Also, ich bin jetzt hier diese Toastscheibe. Die zweite. Die vordere ist David. Und ich habe jetzt eben, wie ihr seht, 4 Tasten, hier rechter Bumper, linker Bumper und die Trigger. Brad Pitt finde ich auch nicht schlecht. Brad Pitt ist gut. Ja. Also und, Präsident Brotin und Brad Pitt ganz vorne dabei. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier rechter Bumper und rechter Trigger halte und dann mit dem linken Stick nach vorne steuere, dann bewegt sich eben die andere Seite dieses Brotes und dann sieht das. So, da bin ich, hallo! Das heißt, ne, ihr versteht's, mit diesen beiden Punkten bin ich jetzt an dem Leib, hänge ich jetzt fest, oder kann ich den sogar umschmeißen? So, und jetzt ist eben das Ziel, oben läuft die Zeit ab, ich muss auch loslassen, das Ziel, in den Toaster reinzukommen. Wo ist denn der Toaster? Ich sehe den gar nicht. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Hier oben in der Mitte ist bei Greifen. Wenn du jetzt mal da in die Küche reinguckst, dann steht er da ganz hinten an der Wand. Du kannst aber auch auf den Ofen, einfach auf die Herdplatte. Okay, jetzt hast du dich gleich mal in Brot. Es war doch so, dass du deinen Köstlichkeitswert erhöhen musst, indem du dich in Marmelade wälzt und so. Ist das so? Ich glaube ja. Jetzt komme ich hier unter dem. Komm hier nicht mehr nach Hause. Oben ist ja der Genießbarkeitswert und der darf nicht auf Null sinken. Also man darf nicht über den Boden robben, sonst. Ja. Und vielleicht kannst du mit Marmelade da entgegenwirken. Natürlich, das kann sein. Marmeladiere dich mal ein. Ja. Linker Button und linker. Warte, das macht doch, macht doch so ein schönes Geräusch. Ach, komm hier! Oh, ich bin hier schon voll eingemarmeladen. Ruhig, sag mal ruhig.
flirrt ein bisschen. Wie jeden Morgen, wenn du dich in Marmelade wälzt. Wenn ich auf beiden Seiten voll mit Marmelade bin, dann kann ich ja beim Runterfallen gar nicht den Boden berühren. Denn welche Tasten sind es denn? Denn jeder weiß ja, dass so ein Toast immer mit der Marmeladenseite den Boden berührt. Wenn aber jetzt beide Seiten voll mit Marmelade sind, ja, was ist dann? Was ist dann, liebe Freunde? So, rechter Trigger funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man unten noch eine Katze dran bindet, dann wird es richtig. Dann schwebt es. So. Dann ist es so wie dieses Hoverboard, was wir neulich veröffentlicht haben. Hast du das gesehen? Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder was kaputt gemacht. Aber mit so einem Gammelfisch, wenn ich da drüber rolle, dann... Ich finde es krass, dass dein Geschmackslevel noch nicht abgenommen hat, obwohl ja, das ist doch... Ich hab doch voller Marmelade. Ja, aber auch voller Glas, oder? Oh nein, auf dem Boden! Oh nein! Oh nein! So, jetzt und seht ihr nämlich... Jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Köstlichkeit. In den Fußabdruck rein. Los, dran da. So, okay, jetzt stehe ich wieder. Ah, nein! Hoch da! So. Ich bin ja wirklich voller Schmutz jetzt. Guck dir mal an, das ist richtig Schmutzpartikel. Du hast auch nur noch 1% Genießbarkeit. Oh nein. Das ist natürlich. Warum dreht sich das eigentlich immer so? Wobei, wenn du lange genug toastest, dann kann man das als so Toastflecken verkaufen. Boah, das ist aber wirklich diffizil. So, jetzt halte ich mich oben fest. Nein, ich rutsche! Mehr Nägel, ich rutsche. Nein! Nein! Ich bin nicht Toast. Ich bin nicht Toast, das ist auch schwer. So, nochmal spielen. Das kann doch so schwer nicht sein. Wir können aber jetzt einfach auch mal in die Team Fortress-Szene gehen, denn das ist ganz putzig. Da sitzt oder, dann der oder du guckst vorher noch mal in das gleiche Level in Schwerelosigkeit. Das ist auch sehr witzig, finde ich. So. Ja, mach das mal, das würde ich sehen. Aber das ist ja dann... Ich würde auch gerne mal eine RBT-Folge in Schwerelosigkeit moderieren. Ja, das machen wir doch. Es gibt doch diesen Kotzbomber. Da muss ich eins zurück, ne? Und dann hier schwerelos. Und dasselbe noch mal. Okay. Schweine im Weltraum. Werde Toast. So, okay. So, ich bin's wieder. Ach, alles schwebt. Boah. Ach, wie geil. Geil. Ach, ist das geil. One step. Small step. For man. But. Ach, ist das cool. Nine step. Das ist ja richtig gut. For Brot. So. Das ist aber sehr geil. Guck mal, das ist ja sehr geil. Guck mal hier. Guck dir das mal an. Jetzt flieg mal auf das Messer zu, vielleicht kannst du dich sogar durchschneiden beim Flug. Das wäre ja was. Soll ich das jetzt mal versuchen? Nee, da müsstest du umdrehen. Komm, wir machen mal. Ich will dich mal einmal getoastet sehen. Ja. Das ist, so, jetzt kann ich mich jetzt hier an diesem Platzdeckchen festmachen. Das hat so eine Stimmung wie Alien Isolation, so ja, ein bisschen. Voll. Das hat auch so, der Ton ist auch so leicht gedämpft. Ja, sauber, wirklich. So. Also, jetzt will ich rechter Bann und. Aber du verlierst Treibstoff, wie ich sehe. Also, du kannst nicht großartig rumeiern. Warum? Warum sehe ich das nicht? Da oben ist deine Anzeige. Oh, das hat mir gerade so viel Spaß gemacht. Okay, lass mich kurz überlegen. Ich möchte das anmachen. Warum dreht sich denn das immer? So, will das und das? Nein. Das will ich nicht. Wieso geht denn die Zahl nach oben? Also die Treibstoffzahl geht nach oben. Ich glaube, der Treibstoff geht nicht aus, sondern es ist dann nur so ein Wert, anhand dessen du dann beurteilt wirst am Ende, wie viel du verbraucht hast. Wenn ich jetzt die beiden anhab, dann müsste ich doch eigentlich, wenn ich jetzt nach vorne drücke, in Richtung hinten der Tür fahren. Nein. Ach, und das ist dann auch noch im rechten Winkel aber davon. Ich mache mal ganz kurz eine Kurzkritik. Wie beim Feuer. Ja. Darf ich schon drüber sprechen? Ja, Hitman, der Film, der neue Hitman, ist zum Kotzen. Hast du den schon gesehen? Ja, vorgestern. Oh, feiner Herr. Warum habe ich den nicht gesehen? Eigentlich ist er nicht zum Kotzen, er ist nur einfach sehr schlecht. Schade. Ich hätte ja fast gesagt, man kann es ein bisschen vermuten aus dem Trailer aus. So, habe ich es jetzt? Jetzt habe ich es verstanden. Schau. Ja. Ich fahre jetzt einfach mal so grob und gucke. Ach, da liegt Dreck in der Gegend rum. Ah, wenn es sich jetzt natürlich dreht, ist es doof. Ach, das sind Ameisen. Das ist ja krass. Guck mal, hier kannst du richtig sehen, was hat denn der da drauf alles? So. Na, das ist sein Weltraumanzug. Warte mal, hier nochmal und wieder zurück. So. Und jetzt will ich doch einfach nur. Kannst du dich mit Käse belegen, während du dahin fliegst? Geht bestimmt. So, was ist jetzt? Da dreht er sich um. Ja. Auf den Käse rauf. So, und jetzt will ich. Vielleicht alle! Nein, du fliegst zurück. Nee, ich flieg schon hin. Oh, oh, oh nein.
Oh nein, nicht zum Mond. Nicht. So. Das ist wie Lunar Lander auf dem C64. Kennst du das noch? Ach, ja. Ich kann doch jetzt auch einfach so irgendwie was machen. Von 83. Echt? Wo sind Gronkh und Sarrazar? Ja. Ja. Ich glaube, die Antwort ist also ja. Für die Frage, wir haben vorhin überlegt, es müsste so einen, man müsste Dan the Man als Brief verschicken können, damit der, wenn er bei euch ankommt, damit er euch gleich einfach eine Schelle verpasst. Und ich finde, jedem, der diese doofe Frage stellt mittlerweile, müsste man so einen Brief schicken und ihm gleich so einen Genackwatschen reinhauen. Ja. Das Stenogramm, der steht dann einfach vor der Tür. Ja. Und knallt ja einfach. Dan, falls du das hier siehst, sag uns mal, wie lange du die Luft anhalten kannst. Oder wir machen ihm Strohhalm in den Brief mit rein. Oder schneiden ihm so Löcher rein. So, jetzt pass auf. Jetzt bin ich schon verdächtig nahe ja. am Toaster. Oh. Also da wäre der Surgeon Simulator aber tatsächlich noch mal ein bisschen spannender gewesen. Da gibt es ja auch ein Level. In der Full-Version, wo du dann in Schwerelosigkeit operieren kannst. Da bist du auf so einer Weltraumstation. So. Ja, das stimmt. Das ist so spannend. Also für mich ist es total spannend. Aber für euch alle sicherlich natürlich nicht. Aber ihr alle seid mir ja egal. Ich mach das hier nur für die Kohle. So. Hier fragt jemand, ob es auch einen richtigen Kritikpunkt gäbe. Ja, gibt es tatsächlich. Also Hitman spielt komplett in Berlin, fühlt sich dementsprechend unfassbar billig an, die Spezialeffekte. Also Stunts werden nicht real performt. Wenn dann ein Motorrad gegen einen Pfeiler fährt, dann fällt dann auf einmal ein sehr schlecht animiertes CGI-Motorrad zum Boden. Komm. Ganz schlimm. Das ist ja affig. Dann gibt es einen harten Twist in der Mitte, den ich jetzt natürlich nicht verrate, der aber total Stulle ist. Stulle. Die Hauptdarstellerin ist eine totaler Misscast. Also die funktioniert überhaupt nicht. Misscast, genau. Und dann, also das Gröbste ist halt mal wieder das typische Ding. Ne? Also der Hitman schießt wie ein wild gewordenes, angestochenes Schwein. Alles tot, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und wie oft passiert das in den Spielen? Nie! Exakt. Und also es gibt so hier und da, also er verkleidet sich auch mal, allerdings ist das völlig pointless. Und es gibt so eine halbherzige Stealth-Sequenz, die dann aber auch nicht von ihm performt wird. Und das ist Quatsch. Also, da war selbst der letzte Hitman-Film besser. Also, in Kartoffelsalat-Relation, was heißt das? Na, was habe ich neulich gesehen, was sogar noch unlustiger Pixels. Der war sogar noch unlustiger als Kartoffelsalat, fand ich. Aber ja, ich würde ihn als Stulle bezeichnen, den Film. Und in Kartoffelsalat-Relation kannst du das nicht begreifen, denn das ist so eine eigene Skala. Ich bin doch jetzt so nah dran, warum kann ich nicht einfach da mal rein? Ja. Ja. Sag nichts. Story of your life. Ja. Die hat doch irgendwer in der Regie in der Toaster-Friendzone gefangen. Für immer. Für immer neben dem Toaster. Ja. Die Wärme spüren, aber doch nicht reinkommen. Genau. Schade. Also ich hätte es jetzt... Du wartest, bis du kross gebraten bist. Ja. So. Ja, komm. Jetzt komm. Die Stulle von Tölz. Ah. So. Die Stulle von Tölz? Spader oder Compton habe ich auch gesehen, und zwar vorgestern am selben Abend dann noch. Der ist brillant. Also das ist tatsächlich jetzt schon in den Top 10 der besten Filme für mich dieses Jahr. Habe ich von mehreren gehört. Der war fantastisch. Nee, und ich bin auch gar kein Hip-Hop-Fan, aber ich fand den wirklich, wirklich großartig. Jetzt! Geh doch rein da! Herrgott! Ich fand das sehr geil übrigens, dass sie in unserem Kino haben sie dann angefangen zu kiffen. Während der Filmpremiere fingen dann Typen an zu kiffen, alle haben es gerochen, und statt dass die Leute sich beschweren, sagt einer hinten so, ey, gib mal durch. Und das haben sie dann auch gemacht. Das fand ich witzig. Ich kann das nicht gutheißen. Nee, also Drogen gehen überhaupt nicht, es sei denn, man schluckt sie selbst. Oder stellt sie selber her und verkauft sie. Wenn dieser komische Controller sich nicht ständig so drehen würde, als wäre es mir so schon nicht schlecht genug. So. Was soll denn das? Ja, jetzt bitte hör auf damit, Fabian. Ja, ich mache ja gar nichts. Mir wird auch schon übel. Kannst du jetzt mal einfach ein anderes Level machen? Oder wir spielen... Also ich finde, simuliert bin ich, ich bin jetzt praktisch drin.
Also das ist ja wie... beim Sex. Genau. Genau, also einfach mal vor dem Bauchnabel halten. Ich höre jetzt einfach auf. Einfach vor dem Bauchnabel halten. Ich bin ja jetzt ja eigentlich praktisch drin. Ja. Also jetzt, eigentlich sind wir jetzt fertig. Deine Söhne sind adoptiert oder wie ist... Genau. Ja. Die sind jetzt praktisch 3 und 5. Die sind eigentlich von mir. So. Habe ich mir eigentlich gut, die sind beide schwarz, aber Mann. Ja. Na gut, so. Also, so wäre es. Aber ich finde es saulustig. Aber in das Team Fortress Level müssen wir schon noch reingucken. Ach so, deshalb machen wir das ja überhaupt hier. Hätte das mal einer vorher sagen können. Das Hausbau habe ich Sonntag gesehen mit Bina zusammen. Was denn schon? Hast du auch schon wieder gesehen? Bina, guck dir mal an hier bei Tobis. Kannst du dir auf der Facebook-Seite kannst du dir den Event-Trailer angucken. Da bist du auch drin. Ich? Nee, Bina. So. Bina war ja dabei. Und da sagt Bina, oh, sie ist ja kein Box-Fan, aber sie hat am Ende hat sie ihre Fäuste so selber mit so. Du wolltest irgendwas anderes sagen, gibst du. Nee. So. Und der war, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Viele haben gemeckert. Ich fand ihn, also wenn ich habe bessere Boxfilme gesehen. Ich finde jetzt Cinderella Man ist so mein Highlight gewesen. Mein Gefühl war ja, dass man im Trailer schon alles gesehen hat. Ja, der Trailer verrät alles. Und dann hast du auch, also hast du den Trailer gesehen, hast du den Film gesehen. Das ist leider überhaupt keine Überraschung mehr. Ja. So. Praktisch drin, ist wie bei David und Ines. Ja, das stimmt, ja. Da bin ich auch in der Toaster-Friend-Zone bei ihr, wie alle mal sagen. So, hier liegt was musst jetzt, du jetzt also hier machen? Warum hängt der da so drin? Der schläft wohl. Ah. Jetzt kann ich hier... Sieht aus wie... Wow. Oh, ich klippe. Ja. So. David, ... schreibt Bina, was habe ich falsch gemacht? Womp. Womp. So klinge ich nicht. Doch, so klingst du. Ich habe vorhin ein Video von Die Fashion gesehen. Da hat sich ja mein gesamtes Trommelfell... es wollte Nein. eigentlich das Land verlassen. Das war dann... Hallo, hier ist Die Fashion! Ich bin eine Schüssel mit Vanadium und Helium gefallen. Jetzt hänge ich hier wieder hier am Hacken. Ah, und dieses Gamepad dreht sich immer weg. Hast du Gamepad gesagt? Nein, habe ich nicht. So. Warum ist der Bildschirm denn dann jetzt rot? Ach so, weil du auf dem Boden rumst. Weil ich auf dem Boden bin. Ich bin an seinem Schuh. Ach so. Können nicht alle Füße so genießbar sein wie meine? Warum geht es nicht? Es greift nicht. Scheiß was drauf. Gut, hervorragendes Spiel. Uls. Wir geben 7 von 7 Uls für I am Brett, die Blablabla Edition. Zurück zum Menü. Fail. Ist doch kein Menü, ist doch nur ein Toast. Also Gronkh und Sarazay hatten das auf jeden Fall durchgespielt. Ja. Kein Wunder, dass das hier keiner mehr gucken will. Ja. Was schreibt denn die Mareike überhaupt? Gar nichts, oder? Doch, natürlich. Die habe ich auf der Gamescom. Zumindest beim Xbox-Controller mit dem rechten Trigger leicht beeinflussbar sein. Ja, ja, ist es schon. Aber das war irgendwie, entweder hat das Ding einen Hau, dass es immer nach rechts tiltet. So wie diese Gesellschaft im Moment. Ja? Ja. Der war schön Meter, war der. Dankeschön, das war mir mal wichtig. Aber da sind wir jetzt durch. Wir spielen ja nie mehr heute was mit diesem Gamepad. Ja. Sondern nur noch mit diesem. Aber jetzt machen wir, glaube ich, im Zweifel schon wieder Pause, oder? Och bitte, ja, ich mag schon noch. Ich mag eigentlich gar nicht mehr. Können wir nicht nach Hause gehen, Markus? Bitte. Doch, wir spielen noch 3 geile Spiele, das haben wir noch gar nicht gesagt. Nee, 2 spielen wir noch. Die Mayan Death Robots und Dead Realm. Und Dead Realm spielen wir mit und gegen euch. Wir haben da 4 Keys, auf facebook.com/lpt live verlost. Und da können wir dann später zusammen spielen. Was ist los mit dir? .de, ja. http://:// So bin ich. Ja. So bin ich zu dir. Ja. Das heißt... aber trotzdem nicht ganz drin. Darum. Denn dann trinkst du wieder den Sekt ganz alleine. Wenn wir fragt jemand, was wir zu der Drachenlord-Sache zu sagen haben. Sehr gut. Machen wir doch jetzt mal einen Cliffhanger, denn dazu kommen wir gleich nach der Werbung.